Ein neuer Tag bricht an. Ein neuer Tag in diesem Universum. Wir grüßen dich, geliebtes Herz. Ein neuer Tag. Was bedeutet das? Was meinen wir damit? Was wollen wir dir mitteilen? Ein neuer Tag bedeutet eine neue Zeitqualität, die Einzug halten wird in diesem Universum. Und du wirst diesen Aufbruch, dieses Gleiten in das neue Sein miterleben, mitgestalten, aus einem tiefen inneren Erkennen heraus, aus einem tiefen inneren Verschmelzen mit deinem göttlichen Herzen, mit deinem göttlichen Sein. Und du wirst deinen Weg erkennen und im Vertrauen wirst du weiterschreiten. Im Vertrauen deines Herzens, dass dieser Weg in das Licht führen wird. So ist es wichtig für dich, einzutauchen in dein Inneres, auf dass du getragen wirst in dieser Zeit von deinem inneren Licht, das Einheit ist mit der Urquelle allen Seins. Und in diesem Licht bist du gehalten und getragen, geführt und geleitet. Wir sind gekommen aus der Urquelle allen Seins, um dich zu begleiten, dich zu unterstützen, dir Impulse und Führung zu geben, dich zu erwecken. In deinem Sein, in deinem neuen Lichte. Denn das Erwachen beginnt. Die Wahrheit bringt alles ans Licht. Und die Herzen, die in Liebe verbunden sind mit dem göttlichen Sein, werden in die Meisterschaft kommen. So bleibe im Vertrauen, in der unerschütterlichen Kraft und fühle hinein in dein Sein, denn dort sind alle Antworten teils verborgen. Aber sie kommen ans Licht. Frage dich. Und du wirst Antworten erhalten. Auf das Ängste, Sorgen, Schmerzen vergehen und transformiert werden im Lichte der Liebe, die wir senden aus den höchsten Ebenen des Seins. Große Freude herrscht auf unseren Ebenen, denn wir geleiten dich, euch in eine neue goldene Zukunft.
So fühle den Segen aus den göttlichen Ebenen, der dich umhüllt und dir das Licht der Urquelle sendet. Dankbar sind wir für unsere Mission. Dankbar sind wir für euer Sein, Tun und Wirken hier auf Erden. Und so freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit mit allen Ebenen des Seins, so auch mit euch. Lasst uns aufbrechen gemeinsam in eine goldene Zukunft, auf dass dieses Universum seinen rechtmäßigen Platz wieder einnehmen kann. In Liebe und Dankbarkeit. Matai Tusuna Kayamai Vaya Hohanete Asu Sovai.